Willkommen und hallo bei Not Another Dope Show. Wie wirkt eigentlich Speed? Amphetamine waren zu meiner Zeit, das war halt eben Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, habe ich oft genug erzählt, kaum ein Thema. Also wenn, dann war es eher was für Frauen damals, und zwar war es ja noch eine Zeit, wo Pillen auch so extrem hoch dosiert waren, wo viele Frauen mit Übergewicht gekämpft haben, und da fanden die das halt ganz cool, mit Amphetaminen den Hunger zu wegzumachen. Ja. Die haben ja dann auch sehr schnell abgenommen, was halt wieder nicht gesund ist. Ja. Amphetamine habe ich da gekriegt vom ich kenne seinen Thomas, was ist sein Nachname bloß noch? Thomas N. Der hat mir das gebracht, der war eigentlich ein Kokser gerne. Und dann sagt er, hey, für die Arbeit, hey, nimm da gerne mal Speed, weil da hast du halt dann Power. Und da habe ich mir dann ein Gramm gekauft, mal von ihm zum Ausprobieren. Und ich muss sagen, ich habe eigentlich erwartet, dass ich eine euphorische Erfahrung mache, habe ich aber nicht. Das war einfach nur einfach hellwach. Hätte einen Labberflash gehabt, aber damals gab es weder Kameras, noch YouTube, noch Internet, noch sonst irgendwas, sondern da gab es einfach nur niemand da oder eine Telefonzelle vom Haus oder ein eigenes Telefon, Festnetz. Aber mitten danach kannst du halt nicht einfach irgendjemanden anrufen und fragen, kann ich mal ihren Sohn sprechen, kann ich mal ihre Tochter sprechen? Geht halt nicht. Ja, die meisten haben ja noch zu Hause gewohnt. Also, was habe ich gemacht? Ich hatte so einen alten Schrank, der mich genervt hat. Den habe ich erst einmal zerlegt und vom vierten Stock in den Keller runtertragen. In die Mülltonne. Da unten war Mülltonne. Das habe ich die ganze Nacht über gemacht. In der Wohnung auseinandergenommen, leise rausgetragen, Treppe runter, Treppe hoch. Weil Aufzug ist er nicht gefahren. Der war, also wäre schon gefahren wahrscheinlich, aber ich wollte halt nicht, dass irgendwelche Leute sehen, dass ich so große Pupillen habe. Weil Speed macht riesengroße Pupillen. Während Heroin eine ganz kleine Stecknadel, kleine, und LSD, Speed, Ecstasy, die machen alle, Kokain, machen alle große Pupillen. Alles, was schnell ist. Dann, hatte ich eigentlich nur dieses Gefühl, wach und Energie und mehr nicht. Zum Arbeiten gehen, perfekt. Wenn du körperlich arbeiten musst, fand ich, ist das perfekt. Bist du sehr schnell fertig mit deinem Zeug, kannst immer über Ziel hinaus schaffen, kriegst wahrscheinlich auch noch extra Geld dann und so. Perfekt, dachte ich mal. Nur habe ich halt nicht gearbeitet zu der Zeit. Also ich glaube, dass das tatsächlich eine Einstiegsdroge sein kann für Kokain, weil Kokain macht auch schnell und Power und so weiter und gut schnell reden und schnell denken vor allem, aber es gibt auch noch ein euphorisches Gefühl. Amphetamine sind leider auch dieses Übel, wo die, weiß ich nicht, ich glaube in den 90ern muss angefangen haben, so Ende der 90er und bis heute ja eine Geißel ist mit dem Crystal. Das ist ja auch ein Amphetamin eigentlich, gell? Und zwar ist das ein umgewandeltes Norepinephrin. Das ist in Erkältungsmitteln drin. Woher ich weiß, dass das da drin ist, darüber gibt es auch nochmal eine Sendung. Das war meine Bibel in den 80er Jahren. Ich habe die wiedergefunden. Ja, erzähle ich anders mal. Auf alle Fälle sind diese Amphetamine alle darauf ausgelegt, eigentlich den Körper Energiereserven anzuzapfen. Eigentlich sind die darauf ausgelegt, die Energiereserven des Körpers anzuzapfen. Und das gibt es halt schon seit den 1930er Jahren. Und es wird halt immer wieder verboten. Dann kommen immer wieder neue und dann werden die wieder verboten. Und ich bin der Ansicht, dass das Ganze daran liegt, dass dieses Verbot einfach nur existiert. Und nur dieses Verbot sorgt dafür, dass es auf dem Schwarzmarkt unreguliert erhältlich ist. Und gerade bei dem Speed gibt es halt die unterschiedlichsten. Und die vom Schwarzmarkt, die sind halt auch so, dass sie mittlerweile schon eine euphorische Wirkung auch erzeugen können. Du kannst da eine ganze Nacht durchtanzen und so weiter, wie halt auf Ecstasy auch. Man ist ein bisschen mehr Herr der Sinne. Und vielleicht mögen einige nicht diesen Kontrollverlust. Und deswegen ist das für die halt die Droge. Ich glaube, wir brauchen Umdenken in Deutschland. Peace out.